geht ab, Leute? Mein Name ist Sunny von der Android Device und ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, aber ich bin wieder mehr oder weniger am Start. Ich bin ja eigentlich dafür bekannt, Custom-ROMs und ähnliches euch zu präsentieren. Nur leider haben wir ein kleines Problem mit dem Galaxy S6. Es ist heile. Es gefällt mir auch ganz gut vom Design her, von der Kamera, von der Performance natürlich Number One in den Benchmark-Charts wie Antutu und Geekbench und ähnliches. Beziehungsweise das Note 5 und Galaxy S6 Edge Plus, aber das ist ja alles dieselbe Chose, nur halt mit 1 GB mehr Arbeitsspeicher. Nur leider haben die Developer-Entwickler ein kleines Problem. Der Exynos-Prozessor bzw. Kernel, Samsung gibt dort den Source-Code, also den Quellcode zum Bearbeiten oder zum Implementieren in eine Custom-ROM nicht frei. Es gibt zwar Custom-ROMs dafür, ja, aber nur welche mit TouchWiz-Oberfläche. Das heißt, so etwas wie ein CyanogenMod oder AOSP oder Paranoid Android, wie sie sich alle nennen, mit dieser Stock-Android, Vanilla-Android-Oberfläche bleibt uns leider hier aus. Natürlich gibt es Methoden, das Ganze zu implementieren, beziehungsweise den Quellcode selber herauszufinden, aber das dauert und ich denke mal, da werden sich die meisten Developer nicht darauf einlassen, irgendwie ein Jahr lang an so etwas zu arbeiten, zumal auch der S7 oder das Galaxy S7 wieder ein Snapdragon haben soll. Ich bin da zu einer Alternative gegriffen und zwar habe ich mir ein Xperia Z3 mit einem Snapdragon 801 angeschafft. Wie ist der Name schon gesagt? Snapdragon. Dort ist es möglich, CyanogenMod viel zu flashen und auch Custom-ROMs zu bilden, die halt nicht auf der Xperia UI basieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das seit gestern ausprobiert und es ist wirklich ein flinkes Handy, wie ihr gerade auch in dem Video seht. Verbraucht es beispielsweise viel weniger Arbeitsspeicher als das Galaxy S6. Das liegt ganz einfach an der TouchWiz-Oberfläche und dort haben wir ganz einfach diese Unterschiede und die Akkulaufzeit sollte eigentlich bei 3100 mAh im Gegensatz zu 2600 mAh oder 2650 sollte ein bisschen besser sein. Generell kenne ich vieles vom Hören, Xperia-Handys laufen etwas besser und natürlich werde ich, dafür habe ich mir das Handy hauptsächlich geholt, das Handy routen. Und dazu wird es auch eine Anleitung von mir geben, auch ein Flash, wie man das Ganze routet, eine Custom Recovery draufzieht und wie man sich CyanogenMod draufzieht, werde ich euch vorstellen. Gerade jetzt wird es nämlich interessant, weil der Android 6 Marshmallow vorgestellt wurde. CyanogenMod dürfte in den nächsten Wochen kommen. Dazu kommt noch dieser Batteriesparmodus, dieser neue DOS-Modus, den ja Google vorgestellt hat. Und dann dürfte so ein Handy sehr, sehr interessant sein. Ich würde es liebend gerne auf meinem S6 flashen. Geht leider aber nicht, deswegen haben, wie gesagt, auch viele Developer dem Handy abgesagt, haben es in einer Zeit verkauft, sich ein LG G4 geholt oder ähnliches. Bei mir stand auch ein HTC One M9 zur Auswahl, ein G4, was mir irgendwie zu groß war und ein Note 4, das war mir auch zu groß, 5,7 Zoll und ähnliches. Ich wollte euch nur einmal auf den Stand der Dinge bringen, das heißt Samsung Galaxy S6 Root, ja, Custom Recovery, ja, Custom ROM, bedingt nur, das heißt, nur halt Custom-ROMs mit TouchWiz-Oberfläche, da haben wir halt kein CyanogenMod oder ähnliches, der für gute Akkulaufzeiten und ähnliches bekannt ist. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen nach oben. Das war so ein kleines Infovideo von mir aus, um mich auf dem Laufenden zu halten. Aktuell auch Galaxy S6, was dieses Top-Flaggschiff doch quasi schlechter macht. Für mich zumindest oder auch für viele Developer, Entwickler, die da einfach Spaß dran haben. Ich habe beispielsweise vom HTC One M7 immer von Sense auf Stock Android gewechselt und dann kam das neue Sense raus und dann hat man wieder auf das neue Sense 7 zum Beispiel geflasht und jetzt kommt beispielsweise Android Marshmallow, dann wird man wieder das ausprobieren auf dem Handy und das bleibt mir ganz einfach erspart. Es wird natürlich noch weiterhin in meiner Sammlung bleiben. Das Galaxy S6 wird auch weiterhin als Haupthandy genutzt. Wie gesagt, Top Performance, Top Kamera und ähnliches. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.